Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Enderal. Und es ist immer noch so gruselig hier auf dem Friedhof. Überall sind irgendwie Leichen, die laufen. Dazu diese komische Musik. Es ist alles sehr gruselig hier. Panik, ja, Panik hab ich gleich. Schleier des rätselhaften Nomaden. Was kann der? Ist wahrscheinlich nicht besser als unser jetziger. Was ersetzt er denn? Den Hut. Erhöht Mana um 3 Punkte, Elementarkosten. So, was sind weniger Mana und was ist das? Hier haben wir ja zwei, ne? Nomaden-Set Bonus 1 eingetragen. Wo steht das denn? Set Bonus da. Kann ich jetzt so nicht sagen. Was ist denn das andere? Rüstung 15, Rüstung 9. Ich gehe lieber auf das hier. Alter, das ist so gruselig hier. Das ist so gruselig. Oh. Mist. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Das heißt, wir verlassen das einmal mal. Und gehen wieder auf die Suche nach unserem Bruder, nach Herzland oder wie auch immer das da hieß. Heimsland oder keine Ahnung. Wir sind in die Richtung. Stimmung hat sich komplett gerade geändert. Kann man machen. Ja. Der Friedhof. Wir wissen ja, immer ein bisschen abseits gehen. Vielleicht finden wir ein paar Eisbranken. Oder allgemein irgendwie interessante Dinge. Oder Tirapella zum Beispiel. Tirana-Pella. Oh, Gegner. Das sind Straßendiebe, kein Problem. Ja. Nichts Wertvolles dabei, okay. Ihr kriegt mich nicht. Glaube ich. Wow. Oh, was haben wir denn hier? Oh, Quecksilberbarren. Das kann man nicht benutzen, wenn man kämpft. Ja, schade. Ey, die haben die Kuh umgebracht, glaube ich. So. Mann. Eieieiei. Mitten im Gebüsch. So. Pfeil. Dietrich ist sehr gut. Ja, die haben die Kuh halt echt umgebracht. Das Lager scheint eilig verlassen worden zu sein. Notiz. Arx letzte Wachtuntersuchung beendet. Max schönes Blut versteckt vor Arx suchen. Oh, das wusste ich gar nicht. Schreitet wohl, Max schönes Blut. Gemäß unserer Vereinbarung gewähren wir euch als Dank für eure Feldarbeit einen Unterschlupf in unserer Scheune in Arx. Sobald der Winter einbricht, könnt ihr einen Platz in Arx letzter Wache in der Nähe der Bauernküste finden. Es handelt sich um einen aufgegebenen Außenposten des Heiligenmonds, der errichtet wurde, um den Bergpass zur Bauernküste gegen Eindringlinge aus Talgard abzuwehren. Es wird aber seit Jahren nicht mehr vom Morgen genutzt. Aha.
Ja, wir können theoretisch hier auch schlafen, oder? Weil es ist ja kein Winter, ne? Es ist ja Sommernacht. Und es ist vielleicht ein bisschen heller. Okay, ich glaube, das kommt anscheinend immer, dieses mit dem Einbruch. Alter, wie geil das aussieht. Aber dann habe ich halt ein Kopfgeld, meine Güte. Was hier mit der Textur passiert ist, weiß ich auch nicht. Ja, ein Rucksack. Das ist das einzig Sinnvolle. Allgemein, was passiert hier mit diesen Texturen von den Bäumen? Oh, Sporenkröten. Es ist so schön hier. Also das haben sie halt wirklich gut gemacht, diese Welt, wie die Natur davon gestaltet ist, finde ich. Und diese ganzen Ausblicke, du hast überall geile Ausblicke. Überall. Weiß ich nicht, ob oben oder unten gut ist, aber das ist, ich laufe lieber oben lang, weil dann kann ich nämlich noch nach unten springen. Versteht er? Und hier willst du gar nicht auf dem Weg laufen. Du willst immer abseits, damit du irgendwie die Schönheit von dieser Welt entdeckst. Und das sind wieder zwei Hunde. So. Also die sind größer, habe ich das Gefühl. Na. So. Der ist tot. Na, wo bist du? Hund. Das war's wohl. Waldbeeren. Noch mehr. Guck mal, sowas entdeckst du gar nicht. Solche kleinen Lichtungen, wenn du nicht erforscht. Kriegst du mir jetzt, ich habe keine Spitzhacke. Also das finde ich immer so schöne Spots, so hier, sowas halt. Mega gut. Da hinten ist wieder einer und da ist Blut. Sind hier Gräber? Sieht so aus, ne? So. Oh. Der Troll. Alter, der ist stark. Jawohl. Da kommt das Blut also her. Ich verstehe. Schwert beschwören, Gesellenbuch parieren. So, ob ich die ganzen Bücher mal alle lernen soll? Nein, ne? Schlösser knacken könnte ich aber eigentlich lernen. Ich habe nicht genügend Handwerkspunkte, habe ich hier gar keine, ne? Ich könnte mich ein bisschen heilen gerade mal. Die Tragkraft erstmal dauerhaft, das ist schon mal wichtig. Meine Gesundheit mir gerade erhöhen. Na, ich will nicht in den Kampf, weil dann generiere ich nicht mehr. So. Wobei die Frage ist, was definiert dieses Spiel halt als Kampf, ne? Ist ja auch immer so ein Ding. Das sah irgendwie interessanter aus als zwar. Ah. Eine Spinne. Eine Frostbissspinne oder Mooskrabbler.
Wie dem auch sei. Mit Spinnengift, was ich nicht gebrauchen kann. Aber da sehe ich eine Eisbranche. Ich meine, das ist auch das Schöne, ne? Die sind sehr auffällig. Ey! Na. Unfassbar. Was? Ich bin aufgestiegen, ach so. Lebensenergie, Mana, Ausdauer. Ich mache immer noch Lebensenergie. So. Das Problem ist, mir bringt halt Mana nichts, wenn ich eh immer Arkanistenfieber habe. Verstehst? Das ist mein großes Problem. Aber ich kann die gerade die drei. Mehr geht nicht, naja. Weil ich will ja Schlösser knacken ganz stark erhöhen, weil ich sehe das als sehr wichtig an. Es ist bei allen Bethesda-Spielen hat man ja immer gesehen, Schlösser knacken ist wichtig. Und hier ist wieder so eine schöne Lagune und eine Eisbranke. Alter, die dritte oder so jetzt schon. Einfach weil ich in so schönen Welten rumverlaufe. Ja, abseits des Weges gehen, sage ich dazu nur. Ich weiß nicht mal, ob es eine Liste gibt mit allen Eispranken. Bestimmt, Alter. Was? Ah, Wölfe. So. Tja. Das war's wohl. Oh. Da ist auch noch einer. So, das. Ui, ui, ui. Ja, das ist das Gute. Dank dieses Zuckerstritzels habe ich ja jetzt immer noch Regeneration. Das ist halt das, was echt gut ist. Ach da. Ich dachte schon, was greift mich denn jetzt an? Uiuiui. Aber die Frames gehen gerade runter, wahrscheinlich wegen dieses übertriebenen Lichteffektes. Okay, ich muss was trinken. Genesungstrank. Und ich esse was. Ach nein, Mana regeneriert sich langsamer. Scheiße, Mann. Ah, ja, erst den einen, erst den einen, erst den einen. Jetzt kann ich den anderen ohne Probleme machen. Bam! War nicht ohne. Hätte auch anders ausgehen können. Ist das eine bessere Harnisch? Welchen Harnisch trage ich? Den hier, 42. Und ein Stahlharnisch ist in der Tat besser. Na gut, Ausdauer regeneriert sich langsamer, regeneriert sich aber immer noch. Das ist der springende Punkt. Oh nee. Der eine Effekt ist weg. Die Gesundheit ist gleich komplett voll. Wieso nehme ich nicht einfach mal den Bogen? Mit den alten Stahlpfeilen.
So. So, und jetzt das Schwert. Ja, ist das Beste. Na. Ja, der ist tot. Und jetzt der nächste. Einer nach dem anderen und ihr werdet alle sterben. Oh. Oder auch ich. Ich habe ja gesagt, alle. Hör ich ja auch zu. Dann halt eben der andere Angriff. Super. Eieieiei. Ja. Meine Güte, lauf doch. Oh. Okay, da muss ich doch einen Trank trinken. Sonst werde ich es nicht überleben. Ja. Warum stirbt ihr denn nicht? Da. So, langsam mal gut. Heieiei. Das kann ja wohl nicht angehen. Was habe ich hier oben? Erstmal haben wir hier unten etwas. Okay, hätte ja sein können. Irgendwie, dass da eine versteckte Eispranke oder ähnliches ist. Aber nein, diesmal nicht. Ich glaube, ich muss noch vorher in diese Burg. Ich weiß ja nicht einmal, wie sie heißt. Das Fort Wallistag. Aber ich würde sagen, da machen wir erstmal einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.